Ja, hallöchen Leute, willkommen mal zu einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Zwischenprojekt. Wir spielen Ice Tower oder Icy Tower, ich wusste damals schon nicht, wie das ausgesprochen wird, richtig. Ja, es ist ein kleines Minigame. Das könnt ihr euch auch vollends kostenlos ebenfalls downloaden. Download-Link in der Videobeschreibung. Ich habe mir gedacht, ich spiele mal ein bisschen Ice Tower mit euch und... Der Yoshi von JPY Gaming hat es ja auch gespielt. Ich habe das oder werde das Video von JPY Gaming auch mal verlinken. Ich würde es natürlich auch als Videoantwort zulassen, nur wenn dieses Video rauskommt, dann bin ich leider schon in Köln, weil ich am Samstag auf der Gamescom bin und am Freitag bin ich um diese Zeit, wenn dieses Video gerade draußen ist, treibe ich mich gerade schon mit Stefan in Köln rum und ja, deshalb werde ich das Video von JPY Gaming verlinken in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal los. Also, wir haben hier Play Game, da haben wir das klassische Game. Und dann haben wir noch das Custom Game. Das erkläre ich euch gleich, aber wir spielen erstmal das klassische Game. Wie wir sehen, ist Ice Tower... Verdammt. Ich bin der übelste Pro. Wie wir sehen, ist Ice Tower ein recht einfaches Spiel. Also wir müssen nur mit unserer kleinen Figur hier die Treppen rauf hüpfen. Aber die Zeit, die wir da oben links sehen, die, also ich glaube, das ist eine Minute. Dankeschön, dass du mir ein bisschen mal nach oben hilfst. Das ist, glaube ich, eine Minute vergeht da immer und dann, ja, wird dieses Scrolling hier, wir sehen ja, das ist ein Scrolling-Level, das wird dann immer schneller. Kacke, hat nicht geklappt. Und ich habe das Spiel damals schon gespielt als, boah, wie alt war ich denn da, 14, 15 und ja, ich habe es damals schon gesuchtet, das ist ein ziemliches, verdammt! Jetzt hat es nicht geklappt. Kacke. Also kaum läuft die Aufnahme, läuft gar nichts. Ich habe es mal vorhin ein bisschen angetestet. Und wir müssen gleich... Genau. Nein! Oh, ich springe natürlich auch gleich wieder runter, ne? Ich muss mal die Maus kurz wegtun. Na. Hallo? Spiel? Ach so. Ich verstehe, also, oder, nein, ich verstehe eher nicht. Wenn ich die Maus aus dem Bildschirm bewege, weil das ist ja nur so ein kleines Fenster hier, dann leckt das Spiel, also dann hängt sich irgendwie das Spiel auf. Aha, das ist ja auch mal interessant. Ja, wenn ihr die Maus jetzt seht, wenn die Flaps mit aufnimmt, dann tut's mir leid. Also raustun kann ich sie nicht. Das ist ja auch mal interessant. Jawohl. Gut. Ja, ich habe das Spiel damals schon gesuchtet. Als kleiner 14- oder 15-Jähriger, ist also schon ein bisschen her. Mittlerweile gibt es ein paar neue Goodies, wie ich gesehen habe. Zum Beispiel, dass man sich diese Stage auch noch ein bisschen schwieriger gestalten kann. Was ich aber nicht mache, mir fällt es schon so schwer genug. Und ja. Also das Video. Jawohl. Das Video zu JPY Gaming ist in der... Das sind die schlimmsten Passagen hier. Das Video von JPY Gaming ist... Kacke! Kacke! Ey, hier kommt wieder der berühmte Vorführeffekt. Vorführeffekt? Try again! Yeah! Das machen wir! Try again! So. Jawohl. Sweet. Ich finde die Sprüche auch immer wieder klasse, die da gemacht werden. Good und sweet. Und ich kenne das Spiel noch in einer ganz anderen Version. Da hatte man irgendwie so schöne Hopper-Musik. Das Spiel existiert eigentlich schon ewig. Und die haben es jetzt anscheinend noch ein bisschen weiterentwickelt. Und für jeden, der sich das Spiel downloaden will, wie gesagt, ist ja komplett kostenlos das Spiel. Den würde ich sagen, plant euch ein bisschen mehr Zeit ein, weil das Spiel ist echt Suchtfaktor.
Also wirklich, es ist zwar... Boah, Gott sei Dank. Es ist zwar sowas von einfach gehalten, dieses Spiel. Aber es hat echt sowas von einem Suchtfaktor, dieses Spiel. Also es ist schon beeindruckend, was für ein Suchtfaktor so ein einfaches Spiel haben kann. Und ja, wer jetzt vielleicht schon das Video von JBY Gaming gesehen hat... Nein, 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 nein! Ich wollte auch rüberspringen. Wenn ihr vielleicht schon das Video von JBY Gaming gesehen habt... dann seht ihr auch, dass ich ein bisschen besser bin als der Yoshi. Also die haben mich erstmal wieder auf die Idee gebracht, das zu spielen. Also als ich den hier Video gesehen habe, da habe ich richtig Lust gekriegt, mal wieder auf das Spiel. Habe es gleich gedownloadet und ja, jetzt suchte ich es auch mal. Also es hat schon... Oh, verdammt. Es hat schon einen extrem großen Suchtfaktor, das Spiel. Ich kann es nur immer wieder sagen. Vielleicht werdet ihr euch jetzt sagen, was ist daran Suchtfaktor? Das ist doch total einfach, aber spielt's mal selber. Ihr wollt dann immer höher hinaus und ja, also das Beste, was ich geschafft habe, war Ebene 200. Also höher als Ebene 200 bin ich auch noch nicht gekommen. Jawohl, so geht das. Und ja, keine Ahnung, also was nach Ebene 200 kommt, über Ebene 200 bin ich nie gekommen. Und ich glaube hier mit meinen nicht skilligen Moves, die ich hier immer mache, weil da gibt's... Dankeschön. Weil da gibt's auch noch verschiedene Kombos und so weiter. Warte, 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 warte. Das war keine skillige Kombo. Komm schon. Nein. Ja, ist schon besser. Man muss, glaube ich, ständig Kombos machen oder ganz viele Kombos, nur ich weiß nicht. Diese Kombos kriege ich immer nur zufällig hin. Oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie diese Kombos gehen. Also ich glaube, da gab es auch immer eine Erklärung. Ah, Kacke, Kacke. Ja, danke. Jawohl. Da gab es auch eine Erklärung, aber ich habe die Moves trotzdem nie hingekriegt. Und ich denke mal, deshalb komme ich auch nicht höher als Stufe 200. Oder Floor 200, wie man es immer nennen möchte. Ja. Also es ist immer noch ein geiles Spiel. Die haben jetzt sogar noch ein paar neue Features mit eingebaut. Habe ich gesehen. Und... Oh, Gott sei Dank. Ich will noch mal bis Stufe 200 kommen, scheiße. Aber... Jawohl, so geht das. Aber irgendwie, ne... Sobald die Aufnahme läuft, läuft gar nichts mehr. Okay. Ah, oh, Kacke. Ja, okay, wir gehen mal zurück ins Main-Menü. Wir können vielleicht noch Highscore sehen. Best Score, Best Combos, Best Floor. 190 war's. Was, 190? War ich nicht schon über 200? Hm, na gut. Oh, hier gibt's... Och, du meine Güte. Single-Jump-Sequenz, was es hier nicht alles gibt. Für, Scores und Combos und was weiß ich nicht alles. Instructions. Ja, da sehen wir auch, dieses Instructions. Hier wird zwar kurz erklärt, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Und... Ja, wir können das Spiel uns auch alles noch schwieriger machen. Wir können die Speed zum Beispiel hochdrehen. Machen wir jetzt mal einfach. Und wir sehen auch, die Floors sind sehr viel kleiner. Hallo, springst du da mal auf? Hä? Jetzt so. Und, boah, fuck! Ach du meine Güte, wie soll man das schaffen? Total schnell, Hilfe! Ne, hier müssen wir hin. Kasten gehen. Das ist ja richtig böse. Shorter, normal. Tiny. Achso. Nee, ich will zu Speed. Leider können wir die Speed nicht noch runterdrehen. Ja, dann können wir noch mit Gravity, das besonders schwierig springt und so weiter, können wir dann noch ändern. Ich versuche jetzt mal nicht so bis Stufe 200 zu kommen.
Also irgendwie, sobald Fraps läuft, läuft gar nichts mehr. Also wirklich. Ich hätte mal so ein Replay speichern sollen. Wo ich, glaube ich, bis 200 gekommen bin. Das wäre vielleicht nochmal was gewesen. Alter, Alter! Er will mich verarschen. Jetzt läuft gar nichts mehr. Nee, also... Irgendwie läuft jetzt gar nicht... Alter. Ja, genau! Ja, wir kriegen auch immer extra Punkte, wenn wir mehr Dingens überspringen. Oh, leck mich doch! Alter! Leck mich doch! Ey, das gibt's nicht. Wir sind wieder... Unglaublich. Oh. Das gibt's nicht. Wieso läuft mir das jetzt nicht mehr? Habe ich irgendwas anders eingestellt? Nee, eigentlich nicht, ne? Hä? Eigentlich habe ich doch die ganz stinknormalen... Jetzt war halt Classic Game. Wenn ich jetzt auch sofort so versage, dann wüsste ich auch nicht. Ich will doch noch mal bis Stufe 200. Mist. Die Musik erinnert mich irgendwie an Hotel Gigant. Oh, jawohl. Sweet. Jawohl. So gefällt mir das. Ja, irgendwie erinnert mich die Musik an Hotel Gigant. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es gut dazu passen würde. Ich glaube, so ein ähnlicher Song war nie dabei. Das wäre doch auch mal eine Idee, Hotel Gigant Let's Play. Auch wenn es ein bisschen langweilig, glaube ich, wäre. Hotel Gigant Let's Play. Mal gucken, ich habe sowieso so einige Sachen. Ah, da springen. Momentan im Kopf. Let's Play technisch. Weiß ich gar nicht, ob ich alles... Naja, da weiß ich gar nicht, ob ich dazu komme, das alles zu machen. Oh, gleich wird es ernst. Nein! Komm schon! Ach, Kacke! Wir haben es fast geschafft! 191 waren wir. So ein Mist aber auch. So, nach der Runde gucke ich mal, wie lang wir eigentlich schon aufnehmen. Also ewig wollte ich dieses Ding auch nicht machen, weil viel mehr gibt es bei diesem Spiel nicht mehr zu sehen. Also ich habe auch mein Video auf YouTube gesehen, da hat einer eine Kombo nach der anderen gemacht und ist auch extrem weit gekommen. Und... Ja. Ja, so schon mal nicht. Könnte ich ja mal gucken. Ja, 13 Minuten. Passt. Könnten wir ja theoretisch noch mal eine Runde, ne? Also ihr merkt schon, wie süchtig dieses Game eigentlich macht. Ich verstehe nicht, wenn wir den Mauszeiger aus dem Bildschirm bewegen, dass das Spiel dann abkackt, mehr oder weniger. Mist. Komm! Jawohl. Nein! Oh Mann! Jawohl, so gefällt mir das schon besser. Ja. Ja, was soll man groß kommentieren? Ich kann ja nochmal erzählen, was mir so für Let's Plays im Kopf rumschwimmen. Also Hotel Gigant, das ist jetzt mir jetzt in den Kopf gekommen. Aber sowas wie Rollercoaster Tycoon 3, das würde mir auch nochmal im Kopf rumschweben, obwohl ich gar nicht weiß, ob man das Spiel so wirklich Let's Playen kann. Komm, Alter, mach dich da hoch. Hoch, hoch, hoch. Auf jeden Fall möchte ich Spawn nochmal machen.
Das hatten wir ja schon mal. Und habe ich ja damals abgebrochen, weil die Qualität einfach für den Arsch war, die ich da abgeliefert habe. Ach du Scheiße. Komm schon, 200. Jawohl. Ja, das ist Level 200 oder Floor 200. Jetzt werde ich mal abkacken. Damit ihr auch mal Floor 200 gesehen habt. Boah, also man muss sich, glaube ich, erstmal ein bisschen einspielen, ehe man da, A new start floor has been unlocked. Start floor. Get in the options menu. Gucken mal. Options, da haben wir es ja. Sound Options. Kann man Musik ein bisschen einstellen. X Character. Aber wir können uns auch noch verschiedene Character aussuchen. Das ist ja cool. Start Floor. Ah, hier kann man doch Start Floor aussuchen. Was ist das? I can have full screen now. Ich spiele nochmal mit dem neuen Charakter. Ach du gute Güte, da ist ja ganz andere Musik dann dabei. Das ist ja cool. Cowboy-Musik, ja. Yeah. Das ist sehr cool. Ich wüsste gar nicht, dass es auch noch andere Charakteren dazu gibt. Also ich habe das Spiel ja wirklich nur gedownloadet und mich da ein bisschen drauf angespielt. Also die Musik finde ich irgendwie cool. Ja, ich glaube, das ist... ich glaube, das sind jetzt die 300er Floors, die wir gerade haben. Ich glaube, jetzt geht's von unten nach oben. Ja! Das ist cool. Das gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Hi, ich hab die ganzen Schriftzüge und so ausgemacht. Das ist ja cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Sound. Oh, nee, das war das. Hier wollten wir hin. Machen wir erstmal den Charakter aus. Machen wir das wieder an. Wie der so ist. Also, der Cowboy ist ja schon mal ganz cool. Ach so. Der macht keine Geräusche. Oh, der ist ja langweilig. Der ist ja langweilig, der Charakter. Der macht gar keine Geräusche. Oh. Also der Cowboy war bisher der coolste irgendwie. Der gefällt mir. Der ist ja langweilig. Ja, ja, ja und ja. Na egal. So, jetzt probieren wir nochmal die anderen aus und dann wirklich Ende Gelände mit Video. So, du, ach du Scheiße, der ist ja auch noch ein. Ist ja noch einer. Also zwei probieren wir noch aus. Lass mal den. Lass mal den Dschungel, Mensch. Ach du Kacke. Das ist ja cool. Also ich finde es auch cool, dass die da die Musik dann anpassen. Okay. Nein! Ach, Kacke. Das hat eine schöne Kombo gegeben. Möchte ich das sehen? Nein!
Nein! Ah, der Urzeitmensch ist auch cool. Obwohl, jetzt, warte, jetzt probieren wir jetzt nochmal den, was ist das eigentlich? Dance-Typ oder keine Ahnung. Ich bin gespannt. Disco Dave, alright. Ah, ein Disco-Mensch! Wie geil ist das denn? Alright! Ja, früher gab es ja immer nur diesen einen Charakter, den wir ganz am Anfang gespielt haben, und umso cooler finde ich es jetzt, dass es jetzt mehrere gibt. Yeah! Ist ja extremst geil. Nein! Oh, jetzt hat das Spiel geleckt. Scheiße. Na okay, ich möchte euch jetzt nicht, noch irgendwie... Ach, jetzt geht's auf den normalen Floors. Ah ja, verstehe. Ja, ich will euch jetzt auch nicht irgendwie mit dem Spiel jetzt zu lange nerven, weil irgendwann beim Zugucken wird es dann langweilig. Ich habe jetzt nur mal kurz die Replay-Funktion nochmal ausprobiert. Ja, auf jeden Fall, Download-Link ist in der Videobeschreibung. Also ich würde es jedem mal empfehlen, das zu ziehen. Also es ist auf jeden Fall, hat großes Suchtpotenzial, das Spiel. Und ja... Damit würde ich mich jetzt von euch verabschieden und ich würde sagen, wir sehen uns oder beziehungsweise hören uns in einem nächsten Let's Play. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö.